Was mache ich gegen Zungenbelag? Können Zungenschaber Brechreiz verursachen? Grundsätzlich ist es so, dass Zungenbelag in den allermeisten Fällen nicht schädlich ist, also keinen krankhaften Effekt hat oder nicht Ausdruck einer Krankheit ist. Ausnahmen sind sicherlich Infektionskrankheiten, hauptsächlich im Kindesalter, man kennt vielleicht die Himbeerzunge oder ähnliches. Im Normalfall bei einem Erwachsenen handelt es sich bei Zungenbelag weißlich, schwarz oder ähnliches in der Regel um Abschilferungen auf der Zungenoberfläche, die harmlos sind. Trotzdem wird der Zungenbelag von vielen als störend empfunden. Man macht sich Sorgen, man möchte ihn weghaben. Das ist der eine Part. Der andere Part ist natürlich auch, dass die Zunge als raues Weichgewebe Bakterien beherbergen kann und insbesondere ein Reservoir für Bakterien sein kann, zum Beispiel im Rahmen von Parodontalerkrankungen wie der Parodontitis oder der Gingivitis. Insofern gehört auch eine normale Zungenhygiene mit zur Zahnpflege, zur Zahn- und eben auch Mundraumhygiene. Was kann man also machen? Eine Möglichkeit ist immer mit der normalen Zahnbürste, sei es elektrisch, die teils dafür extra Zungenputzprogramme haben, oder auch mit der Handzahnbürste vorsichtig über die Zunge drüber zu putzen, um den ersten Belag zu entfernen. Ein weiteres Hilfsmittel sind sogenannte Zungenschaber. Die sehen aus wie kleine Schaber, hauptsächlich aus Plastik gefertigt, mit denen man eben auch an der Zunge nochmal lang gehen kann. Wichtig ist hier auch die moderate Reinigung. Wir wollen die Zunge von übermäßigem Belag entfernen. Wir werden die Zunge natürlich nie so reinputzen wie vielleicht eine polierte Tischoberfläche. Das ist auch nicht Ziel der Maßnahme. Also insofern kann ich hier immer nur raten, vorsichtig vorzugehen, zu wissen, dass der Belag in der Regel harmlos ist und dass man ihn relativ einfach entfernen kann, aber eben auch die Zunge mit Bestandteil der Mundhygiene sein sollte. Beim Brechreiz ist es so, dass man als Tipp vielleicht einmal sagen kann, natürlich sollte man die Zunge nur so weit putzen, wie es dann eben geht. Der eine leidet unter einem weniger ausgeprägten Brechreiz, der nächste hat ihn stärker ausgeprägt oder auch einen Würgereiz. Häufig ist es aber auch so, dass dieser Würgereiz sich im Laufe des Tages ändert. Ich persönlich würde meine Zunge auch eher nicht morgens putzen. Da weiß ich ganz genau, dass ich einen etwas stärkeren Brechreiz habe. Abends ist das eher problemlos möglich. Also da kann ich nur jeden ermuntern, A, eine Zungenhygiene auch durchzuführen und B, vielleicht mal im Laufe des Tages zu beobachten, wann es denn am angenehmsten für einen selbst ist. Dem Zungenbelag nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber die Zunge eben auch in die tägliche Routine der Hygiene mit einschließen. Falls es Fragen gibt zu diesem Thema, stehen Ihnen unsere Prophylaxe-Assistentinnen natürlich auch zur Verfügung. Die sind entsprechend geschult, ausgebildet und beantworten Ihre Fragen sehr gerne auch im Rahmen der professionellen Zahnreinigung. Wir Behandler ebenso, gerne allerdings auch im Kommentarfeld unter diesem Video. Falls Sie noch weitere interessante Themen finden möchten, gucken Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, ansonsten auch bei Facebook oder Instagram. Vielen Dank.